macht die Booties fest und viel Spaß beim Popo-Training. Ich schaue mir das dann alles genau an. Hier. Gestern war heftig, sagt Mirko. Was? Mirko, gestern war heftig? Gestern hat Sebastian sich das Workout überlegt. Heute wird es nicht so schlimm. Heute habe ich es mir überlegt. It's alive. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten. Leute, ganz viel Spaß. Viel Spaß. Klack in die Popos. Bis dann. Also, Leute, ich mache mal die Musik leiser kurz. Also, wir haben es ja schon in die Story geschrieben. Wir bräuchten optional ein bisschen Gewicht heute, ja? Das heißt, ein Gewicht kann, wir basteln uns selber eine Kettlebell, okay? Also eine Tüte, und dann eure Einkäufe da rein. Also so ein paar Dosen, bisschen Reis, Haferflocken, Kokosmilch hätte ich. Ihr könnt da auch Gewichte rein tun, wenn ihr wollt. Ich habe ein paar Gewichte, die macht mir da rein. Genau. Und dann, also wenn das mal keine Kettlebell ist, dann weiß ich es auch nicht. Mit der kann man sogar Swings machen. Also, schnappt euch einen Jutebeutel mit euren Einkäufen und wir legen gleich los. Ich habe Barilla-Nudeln drin, sind auch okay, solange sie nicht gekocht sind, Maria. Sehr schön. Wunderbar. Genau, macht euch die so schwer, wie sich das gut anfühlt. Also, so, das soll schon so... So 3 bis 10 Kilo dürfen es schon sein. Also es darf schon ein bisschen brennen. So, wunderbar. Also, wenn ihr soweit seid, dann zeige ich euch einmal das Warm-up. Das Warm-up ist eine Booty-Aktivierung gleichzeitig. Ich muss Facebook einmal umziehen. Facebook hier runter, wunderbar. Sehr schön. Also Leute, let's go. Wir fangen an auf allen Vieren. Ich zeige euch einmal alle Übungen durch. Ja? Wir machen Hip-Surfers, die kennt ihr. Also ihr seid auf allen Vieren. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften, der Bauch ist fest, der Rücken ist gerade. Ihr könnt die Knie ein bisschen enger zusammenbringen und dann bringen wir das linke Knie nach außen, nach hinten und wieder runter, ohne dass der Rücken sich mitbewegt. Und das machen wir in beide Richtungen, also abwechselnd, einmal vor und einmal vor, einmal zurück, rechts, links. Dann aktivieren wir den Popo noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir legen uns auf die Hände und heben ein Bein an, ein gestrecktes Bein an. Ihr könnt die Ferse Richtung Decke bringen. Das Wichtige dabei ist wirklich, dass der Bauchnabel konstant zur Wirbelsäule zieht. Also, dass ihr nicht hier diesen Instagram-Popo macht, ja? Also kein Hohlkreuz. Wunderbar. Also machen wir auch rechts, links, 30 Sekunden. Die nächste Übung ist ein Reverse Frog. Dafür gehen die Knie auseinander, die Fersen fest zusammen. Stirn legt sich hier unten ab und ihr kippt hier immer nach oben. Die Fersen drücken zusammen und ihr drückt den Po nach oben. Wunderbar. Sehr schön. Nächste Übung, einmal auf den Bauch legen, Single Leg Link Bridges, die kennen mittlerweile alle. Ihr zieht euer Knie mit der gegenüberliegenden Hand an, spielt hier ein bisschen mit dem Abstand des Fußes zum Po. Je weiter der Fuß weg ist, desto mehr Hamstring, je näher dran, desto mehr Oberschenkel. Findet so den Sweet Spot in der Mitte und dann machen wir das hier, 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Wunderbar. Und dann ist der Popo aktiviert. Ich würde sagen, Leute, seid ihr alle soweit? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir fangen einmal an, ich möchte nur einmal kurz die Hüfte aufmachen und dann gehen wir schon in die Übung. Also, kommt Hüftbreit zum Stehen. Ich mache mal hier ein bisschen lauter. So, Leute, let's go! Also, ihr steht Hüftbreit, ihr kommt mit dem rechten Knie nach hinten, den linken Arm oben und wieder hoch. Steigt mit der anderen Seite nach hinten. Schaut, dass ihr konstant euer Becken nach vorne schiebt. Einfach nur ein paar Mal in die Leiste rein. Yes. Sehr schön. Wunderbar. Zurück. Sehr gut. So. Wunderbar. Dann gehen wir einmal in einen ganz breiten Ausfallschritt. Gehen hier in einen tiefen Squat. Bewegen uns hier einmal rum. Dann geht ihr mal zur Seite. Nach vorne, könnt rüber gehen, hier rüber. Einmal wirklich nur durch Hüftgelenk bewegen. Wir machen alles einmal kurz auf. Es soll relativ dynamisch sein. Ja, wunderbar. Sehr schön. Okay, wir fangen an mit Hip Circles. Ich muss ein bisschen hier so, damit ich es ein bisschen besser sehe. Wenn ich heute allein bin, ist das alles ein bisschen difficult. Okay, Leute, seid nicht so weit. Wir burnen den Booty, okay? So, happy Mittagspause. Ich muss noch den Timer stellen. Hier.
Hand raus, hinter und zurück. Der Bauch ist fest, der untere Rücken bewegt sich gar nicht. Es kann sein, dass euer Bein da gar nicht so weit nach oben geht. Das ist vollkommen okay. Zieht den Bauchnabel nach. Ihr geht einmal nach hinten, zur Seite und runter, dann raus. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my Seite. Mom. I'm sorry. Mach den Bauch fest. 3, 2, 1. Wunderbar. Pause. Andere Seite. Rechtes Bein. Bauch fest. Raus. Hinter. Jetzt nach hinten raus. Zur Seite. Und runter. Schaut, dass ihr wirklich zur Seite aufhebt. Dann ist es nach hinten schiebt. Bauch ist fest. Kann sein, dass es ein bisschen knackt. Das ist vollkommen okay. Noch 10 Sekunden, Leute. Super. Mach den Bauch nochmal fest. 5 Sekunden. Ein letztes Mal. Wunderbar. Dann ablegen. Wir heben nur ein Bein nach oben. Ja? Also ein Bein hoch. Und runter. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ihr könnt eure Hand hier mal auf den Po tun. Das muss richtig fest werden hier, wenn ihr hochkommt, ja? Bauch ist fest. Ihr geht nicht nur zurückwärts, sondern ihr schiebt nur aus eurer Arschbacke ein bisschen nach oben. Super. Es darf jetzt schon so ein bisschen anfangen, warm zu werden. Hand hier richtig schön auf. Ihr wollt euren Glutmet, den da oben aktivieren, ja? Halt, macht bei eure Hüftfinger hier hin, ob ihr den spürt. Wunderbar. Dann rechte Hand zum Boden, andere Hand zur Arschbacke und weiter geht's. Hoch. Schiebt das Bein nach oben. Sehr schön. Der Bauch ist ganz, ganz fest. Denkt mal an den Muskel, den ihr da aktiviert. Also denkt wirklich an die Pobacke hier. Spürt mal an die Seite, also an die Seite hier von der aktiven Pobacke. Und spürt, wie die aktiv wird. Ganz ablegen und wieder ganz hoch. Ablegen und hoch. Super, noch 5 Sekunden. Sehr gut, wunderbar. Und Pause. Reverse Frog. Knie weit auseinander, die Fußspitzen zusammen. Stirn aufgelegt und hoch. Und runter. Macht auch hier wieder den Bauch fest. Schaut, dass ihr nicht in den Hohlkreuz geht. Ihr geht einmal ganz hoch und wieder runter. Hoch. Runter mit der Ausatmung. Einatmung runter. Ausatmung hoch. Runter.
Runter hoch, das ist die erste Übung. Wir machen dieses Mal nur 5 Sekunden Pause zwischen den Übungen, also wechseln wir ganz schnell in die nächste Übung. Für die nächste Übung kommen wir in den Stand auf einem Bein. Und da halten wir die Tüte dann wie eine Kettlebell in einer Hand, und zwar in der Spielhand. Ja? Standbein ist fest, wir machen einen Single Leg Deadlift. Das heißt, wir gehen hier nach unten, kommen wieder nach hoch. Von der Seite guckt es so aus. Also wir machen nicht den Deadlift, der so nach unten geht, sondern wir wollen hier schon so ein bisschen einen Mini-Squat mit dazu machen. Wenn ihr hochkommt, aktivieren wir den Po, schieben wir richtig nach vorne. Das machen wir rechts, links. Also einmal 30 Sekunden auf der rechten Seite, 30 Sekunden auf der linken Seite. Dann nehmen wir unser Paketchen, unser Gewicht wieder hier so vor die Arme und machen einen Curtsy-Lunge. Der geht nach hinten und kommt wieder nach oben, nach hinten und nach oben. Wunderbar. 2 Runden, 30 Sekunden pro Übung. Wie gesagt, wir gehen direkt in die nächste Übung ohne Pause. Das wird ein bisschen knackig werden. Es geht los in 3, 2, 1 mit einem Sumo-Squat. Runter und hoch, Po fest. Runter, wenn ihr oben seid, Po richtig anspannen. Runter, hoch. Habt das Gefühl, ihr geht so zwischen zwei Wänden hoch und runter. Also lehnt euch nicht zu weit nach vorne. Wenn es gar nicht geht beim Gewicht, könnt ihr das Gewicht auch einfach hängen lassen. Und so machen. Super, 10 Sekunden noch. Sehr schön. Wunderbar, atmen nicht vergessen, einatmen runter, aushalten hoch, runter und hoch. Ja, super, sehr schön. Dann gehen wir in den Single Leg Deadlift mit der gegenüberliegenden Hand halten und nach unten und hoch. Ihr könnt hier abstellen, wenn ihr wollt. Runter und hoch. Runter und hoch. Von der Seite folgendermaßen. So und nach oben kommen. Schiebt den Po richtig nach hinten und kommt hoch. Nach hinten schieben und hochkommen. Ihr könnt jederzeit das Gewicht weglassen, wenn es nicht geht. Ihr könnt die Hand mal hier auf den Po machen und merken, wie der hier richtig auf Zug kommt, wenn ihr runter geht. Vorschieben. Wunderbar. Andere Seite. Gewicht wechseln. Und let's go. Das ist meine nicht so gute Seite. Da bin ich gar nicht so stabil. Puh, eine Herausforderung. Macht den Bauch fest. Super. Und runter, der Rücken bleibt gerade, schaut mal von der Seite. Und hoch. Runter, Bauch ist fest. Und hoch. Schiebt den Po richtig nach vorne, wenn ihr oben seid. Aktiviert den nochmal richtig, kneift den richtig zusammen. Super, sehr schön. Pause, wunderbar. Curtsy, wir treten nach hinten. Entweder das Gewicht im Spielbein lassen oder eben vor beiden. Vor der Brust mit beiden Armen. Schaut mal, dass ihr nicht zu weit nach drüben steigt, sondern einfach so ein bisschen schräg versetzt und das hintere Knie fast zum Boden bringen. Super. Drückt euch aus der vorderen Ferse raus. Macht den Bauch richtig fest. Super. Sehr schön. 5 Sekunden noch. Jetzt darfst du einfach ein bisschen brennen. Und Pause. Sehr schön. Wechselt die Hand. Wenn euch das mit dem Gewicht zu krass ist, jederzeit Gewicht einfach weglassen. Und go. Gleiches Spiel hier. Schräg übersetzen. Wie ein Aufzug runtergehen, ja? Hoch. Runter. Ihr könnt das Bein hier in der Luft lassen vorne, wenn ihr wollt. Ihr müsst das nicht absetzen. Kostet euch ein bisschen mehr Stabilität dann. Super. 8 Sekunden noch. Wer vermisst den Sebastian? Ich. Hier bestimmt auch Pause. Hier nur ganz kurze Pause. Einmal kurz alles ausschütteln. Okay. Wir gehen zurück in den Sumo-Squat. In 3 Sekunden. Let's go. Yes, sehr schön. Wunderbar. Knie auseinander. Po Richtung runterbringen. Richtung ganz runter. Super. Sehr schön. Leute, es ist anstrengend, wenn ich das alles alleine mitmachen muss. Wenn ich morgen Abend 19 Uhr habe ich den Plan, dass Sebastian alle Po-Übungen macht. Wenn er mich die jetzt hier alleine machen lässt. Zwick den Po richtig zusammen, wenn ihr nach oben kommt. Und Pause. Wunderbar. Single Leg Deadlift. Was? Ich habe gerade gehört, ich muss die Übung morgen alleine machen. What? Leute, so ist es nicht gedacht. Ehrlicherweise, von meinem Plan, ich lasse einfach nachher die Übung machen. Damit sie noch knackigere Popo kriegt, da habe ich auch noch mehr von.
Leute, ihr fehlt mir, ich wäre schon voll gern dabei. Ehrlich. Du fehlst mir auch, weil sonst muss ich das hier alles alleine machen. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir letzte Woche Dienstag ging, als ich das hier alleine vorgesucht habe. 5 Sekunden. Balanciert euch hier richtig. Wunderbar, Seitenwechsel. Leute, wir sind schon in der letzten Runde. Und runter. Ihr könnt immer den einen Arm zur Stabilisation nach außen bringen. Und runter. Po richtig fest. Schaut mal von der Seite. Ich gehe mit geradem Rücken runter. Komm hier hoch. Gerade Rücken runter. Hoch. Ihr wollt es hier unten am Po spüren. Super. Genau da, wo der hintere Oberschenkel den Po trifft. Das, was wir immer alle so ein bisschen Wuff nach oben bringen wollen. Sehr gut. Noch eine Sekunde hier. Curtsies. Auf der anderen Seite. Let's go. Ich versuche mal hier zu balancieren. Macht euren Bauch fest, richtig. Denkt da nochmal dran. Lasst den nicht los. Lasst die Rippen zu. Super. Sehr schön. Jetzt darf es schon ein bisschen brennen im Bein. Je nachdem, wie schwer euer Gewicht ist. Übrigens, man muss ja jetzt im Moment so lange anstehen. An der Supermarktkasse oder um überhaupt in den Supermarkt reinzukommen. Super Übung. Sowas hier. Während ihr ansteht. Pause. Einfach ein paar Squats machen und andere Seite. Let's go. Paar Squats, paar Curtsies, paar Deadlifts. Dann habt ihr schon keine tote Zeit. Zeit genutzt. Bauch fest. Super. Schaut mal, dass ihr euch nicht so aufdreht. Ja? Ihr bleibt mit dem Becken immer nach vorne ausgerichtet. Super. Sehr schön. Wunderbar. Noch 5 Sekunden. 3, 2. Pause. Wunderbar. Jetzt, Leute, genau das Gleiche. Nochmal. Aber wir pulsieren an dem Tiefpunkt, okay? Wir machen jede Übung nochmal und pulsieren dafür ein paar Sekunden. Also, wir gehen in Sumo Squat und go. Wir bleiben hier unten. Pulsiert hier richtig. Schiebt den Po nach hinten, die Knie auseinander. Der Bauch ist fest. Super. Atmen nicht vergessen. Gleich vorbei. Und Pause. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt auch hier, wir pulsieren hier. Schaut, dass euer Knie bei der zweiten Zehe bleibt. Hoch, runter, Bauch fest. Der Rücken ist gerade. Sehr schön. Komm, 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 ein bisschen pulsieren noch. Brennt das Bein richtig aus. Sehr schön. Gleich vorbei. Pause. Seite wechseln. Macht den Bauch nochmal richtig fest. Die Rippen zu. Schaut, dass nicht das hier passiert, okay? Rippen sind zu, Bauch sind fest. Andere Seite. Let's go. Super. Ihr bleibt in diesem unteren Ende dieses Single Deadlifts oder Squats. Da tief. Sehr schön. Bisschen hoch, Federn, ein bisschen runter. Ja. 3, 2, 1. Yes. Curtsy, genau das gleiche. Wir bleiben im tiefen Ende des Curtsys und go. Brennen hier aus. Macht den Bauch fest. Ihr bleibt tief. Ganz viel Gewicht auf der vorderen Ferse, nicht in den vorderen Fußspitzen. Spürt mal, wie ihr dann mehr den Po merkt. Super. Gleich vorbei. Und hochwechsel. Andere Seite. Handwechsel nach hinten und go. Sehr schön. Becken nach vorne ausgerichtet. Vordere Ferse drückt. Macht den Bauch fest. Gleich mal, Leute, komm, komm, komm. Noch 3 Sekunden. Fertig, wunderbar. Wie geht's euch? Trinkt kurz was. Wir sind noch nicht fertig, Leute. So, also, ich kann es euch sagen, es ist sauer anstrengend, wenn man es alleine macht. Ich fühle mit euch heute. Also, wir machen Folgendes. Ich zeige euch das so ein bisschen schräg. Wir machen, jetzt brennen wir den Boden noch aus. Jetzt kommt nichts mehr Schlimmes. Also, wir machen Folgendes. Wir machen einen Donkey Kick, den kennt ihr, wir gehen auf die Unterarme. Schaut, dass ihr jetzt nicht bitte diesen Instagram-Popo macht, ja? Wir wollen hier rund machen. Das sieht vielleicht nicht so sexy aus, aber ist anatomisch besser, ja? Also ihr seid hier rund, macht Donkey Kicks. Kickt nach oben, ja? 30 Sekunden lang. Wenn wir das fertig haben, bleiben wir hier oben und machen kleine Palzes, ja? Palz, 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 Palz. Dann kommen wir nach unten. Jetzt strecken wir das Bein ganz aus und wir bringen den Fuß hier rüber, kicken nach oben, kommen hierher. Und
wir machen so einen Cross-Kick, ja? Der untere Rücken ist immer fest, die Rippen sind zu, der Bauch ist fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür auch auf die Hände kommen. Wichtig bitte ist, dass nie das hier passiert, ja? Ihr wollt nur so hoch, wie das Spiel eurer Hüfte geht. Und dann Fire Hydrant, das ist ein bisschen fies vielleicht. Der geht so. Und wir machen den mit einem extra Kick. Ja, dann sind die Bauchmuskeln auch aktiviert. Alle Übungen 30 Sekunden, weil wir wollen da ein bisschen Fuego in the Popo. Und dann sage ich herrlich. Also, alle starten. Yes. Also, 3, 2, 1, wir fangen mit dem Donkey Kick an, let's go! Zieht den Bauch mal bitte zur Wirbelsäule. Die Ferse kickt Richtung Decke. Eure Beckenknochen sind immer parallel zum Boden. Euer Bauch ist fest. Eure Rippen sind zu. Schiebt sie richtig hoch. Super, wunderbar. Wir wechseln immer das Bein. Wir machen ein Bein zuerst, dann das andere. Und dann wechseln wir in die nächste Übung. Ja? Schiebt euch hier aus den Schultern wirklich raus. Ihr habt noch 5 Sekunden. Mach den Bauch nochmal richtig fest. 2, 1, wunderbar. So, andere Seite. Und let's go. Schiebt hier nach oben. Auch hier den Bauch richtig fest. Schiebt euch aus den Schultern raus. Bitte, bitte, bitte kein Instagram-Popo, kein Instagram-Rücken. Der Rücken ist nicht in einem Hohlkreuz. Das sieht man so krass oft bei Instagram. Und das ist fürchterlich, weil ihr dann nur in euren unteren Rücken reinarbeitet und den Po gar nicht so hart bearbeitet, wie ihr es eigentlich wollt in dem Moment. Und für alle, die jetzt ohnehin zu viel sitzen, ist es echt beschissen. Bauch fest. Wunderbar. Pause. Super. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Donkey Kicks, wir pulsieren hier oben. Ja? Let's go. Auch hier wieder zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Vielleicht geht es gar nicht so weit. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Rippen sind zu. Kleine Pulse. Ist Pulse ein Wort? Ich weiß es nicht. Heißt es. Wie nennt man das denn? Kleine Bewegungen, hoch, runter, hoch, runter. Der Po sollte jetzt wirklich, wirklich brennen. Mirko, sorry, wenn du es noch mehr fühlst, wegen gestern. 3, 2, 1, yes. Okay, andere Seite, let's go. Pulsieren. Schaut, dass eure Beckenknochen parallel zum Boden sind. Euer unterer Rücken ist fest, ihr macht keinen Hohlkreuz, ja? Ihr könnt euch hier nur mal richtig rund machen, rausdrücken. Schiebt hoch. Super, halt dich auf. Halbzeit haben wir gleich. Yes, super. Sehr gut, Leute. Wir wollen einmal einen Langstein-Bootyband. Wisst ihr, wie geil das ist? Ihr sitzt den ganzen Nachmittag auf eurem Popo. Und der ist total fest und stabil. 3, 2, 1, Pause. Wunderbar. Jetzt einmal Crossover-Kick, ja? Also hier runter, hoch und rüber. Und wirklich rüber zur Seite. Auch hier wieder bitte kein Hohlkreuz. Ihr könnt die Fußspitzen, habt das Gefühl, ihr bringt eure Schnürsenkel Richtung Boden, ja? Und macht hier richtig, spürt richtig, dass es ein anderer Winkel ist. Super, Bauch fest. Ich weiß gerade selber, ich habe gerade meinen Bauch losgelassen. Und dann ist es echt auf einmal nicht mehr so leicht, den Rücken stabil zu halten. Super. Yes. Und Pause, andere Seite. Ich fange hier drüben an. Fußspitzen zum Boden und let's go. Schaut mal, wie weit ihr euer Bein heben könnt, ohne dass irgendwas im unteren Rücken passiert. Ja? Genau da wollen wir hin. An genau diese Grenze. Bauch fest. Super. Yes. Bauch fest. Drückt euch nochmal aus den Schultern raus. Super. Macht die Rippen zu. Bleibt noch 5 Sekunden, gleich vorbei. Yeah, Fire Hydrant. Wir machen erst den normalen. Let's go. Einmal normal. Und dann machen wir ein bisschen fies, okay? Wir machen den normalen 30 Sekunden. Schaut mal, ob ihr hier oben ein bisschen halten könnt. Super. Ihr könnt auf die Hände kommen. Hier oben kurz halten. Runter. Halten. Runter, runter. Halten. Runter. Super. Noch 10 Sekunden, Leute. Gleich vorbei. Sehr schön, 5 Sekunden noch. Mach den Bauch nochmal ganz fest. Und Pause, andere Seite. Und danach machen wir den mit dem Kick, okay? 3, 2, 1, let's go. Hoch. Ja, super. Schaut, dass euer Knie, die gehen einfach nur, euer rechtes Knie, bei mir in dem Fall, geht einfach nur nach außen auf.
ohne dass irgendwas passiert. Schaut mal von vorne, ich bin in der Leiste. Ich gehe nicht hier auf oder so, ja? Meine Hüftknochen sind trotzdem beide parallel zum Boden ausgerichtet. 10 Sekunden noch. Yes. Super, Leute. Noch 5 Sekunden. Ja. Und Pause. So, ein letztes Mal. Fire Hydrant, okay? Zur Seite, auf und runter. Ja. Schaut mal auch, wenn ihr hier hochkommt und aufmacht, dass ihr nicht auf die eine Seite rüberfallt, ja? Raus, Bauch fest. Super. Und nicht schnell kicken, sondern langsam und kontrolliert. In so einen kleinen Kick gehen. Halbzeit haben wir. Super, Leute. Hey, das ist gleich vorbei. 7 Sekunden. Dann ist die Seite fertig. Wow. Und Pause. Super, andere Seite. Die letzten 30 Sekunden kommen, Leute, das schaffen wir. Zeig's euch noch von der Seite. Yes, mach den Bauch nochmal ganz fest. Becken bleibt parallel zum Boden. Wenn das Bein nicht so weit rauskommt, ist es vollkommen okay. Auch wenn das Bein hier unten ist, ist es okay, aber ihr kickt trotzdem. Macht den Bauch ganz fest. Oh, 5 Sekunden. Wenn ihr aufgehört habt, kommt jetzt nochmal rein, kommt mit 3 Sekunden. Oh. Setzt euch zurück auf den Po. Einmal den Popo ganz lang machen. Oh. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es echt. Hui. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Pause hier. Oh, Wahnsinn. Also jetzt merkt ihr es. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Merkt ihr was? Aua, aua, aua. Sehr schön, Andrea merkt was, ist doch gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt keinen Stretch. Ich möchte gerne, dass der so aktiviert bleibt und das Blut da drin bleibt und dass wir nicht gleich wieder diesen angestrengten Muskel lang machen. Deshalb trinkt was, esst was Gesundes. Es tut mir leid, wenn morgen der Popo ein bisschen wehtut, dann ist Sebastian schuld. Der kann sich jetzt nicht wehren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch wenn ich alleine bin heute. Der Sebastian musste leider arbeiten, für alle, die es verpasst haben. Morgen 19 Uhr, nächstes Zoom-Workout. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, Workout-Wünsche habt, Smoothie-Rezepte wollt, weil wir haben am Wochenende ja mal eine Smoothie-School gemacht mit euch, meldet euch. Und wir sind hier, wir haben Zeit, wir sind ganz froh, wenn wir euch bespaßen dürfen. Sebastian ruft im Hintergrund, er hätte keine Zeit. Dann wendet euch an mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Nachmittag. Tschüss!